UBS ist Partner vom OIM College. OIM College ist Bestandteil vom On Your Marks, vom OIM. Das ist ein nigunagu-neues Gebäude hier auf 5 Etagen, 30'000 Quadratmeter, ein Sportzentrum, das auf 5 Säulen aufgebaut ist. Athletik, Gesundheitsmanagement, Ernährung, Wissenschaft und eben Bildung mit dem UBS OIM College. Ganz viele Athletinnen und Athleten aus verschiedenen Sportarten trainieren hier. Eine davon ist Jasmin Giger. Jasmin ist UBS Kids Club Generation Lady, hat an zahlreichen internationalen Anlässen Medaillen gewonnen, 5 insgesamt, ist Europameisterin über 400 Hürden bei den Juniorinnen, 30 Schweizer Meistertitel, also ein riesengroßes Palmarès für eine junge Leichtathletin. Und seit kurzem trainiert Jasmin hier zusammen mit ihrem Trainer, mit dem Flavio Zberg, und tut sich auch hier im OIM College weiterbilden. Und wir dürfen sie heute begleiten. Hey Jasmin. Hoi, hoi. Hallo. Wie geht's? Gut, und selber? Gut, ja, merci. Das heisst, jetzt kannst du hier lernen und gleichzeitig trainieren. Genau, also Luxus pur. Ich habe beides im gleichen Haus. Und das heisst, ich kann trainieren, nachher essen gehen, trotz lernen und dann schon wieder das Training. Das schauen wir nachher ein bisschen an. Aber erzähl mal, was hast du für Module oder was hast du für Fächer, die du im Moment jetzt ein bisschen vorbereiten oder lernen? Zum einen haben wir Wirtschaft und Recht, Finanzwesen und Geschichte, aber auch Mathe. Und was machst du am liebsten? Im ersten Jahr ist es wirklich Finanzwesen. Hey, hallo! Wir fangen gerade mit der Kaffee an. Ja, Flavio, seit ein paar Monaten hast du hier die Möglichkeit, hier zu trainieren. Wie ist es für dich jetzt als Trainer? Was bietet dir das alles, das OIM? Es war für mich eine Faszination vom ersten Tag. Als ich hier reingekommen bin, habe ich gemerkt, ja, das ist genau das, was ich mir vorstelle als Trainer. Mit alles einem Ort und bietet unglaublich viele Perspektiven für die Zukunft. Grundsätzlich tun wir jedes Training, das wir machen, aufzeichnen, wir den Daten erfassen. Und dann wird im Hintergrund analysiert und am Schluss geht es darum, die wichtigsten Daten rauszuziehen. Und das tut am Schluss nur uns dienen, gute und richtige Entscheidungen zu treffen, was können wir als nächstes definieren, was braucht es, um weiterzukommen im Training. Ich meine, Jasmin, das ist noch mal ein höheres Level, oder? Dass man wirklich alle Daten erfassen kann und miteinander permanent analysieren kann. Ja, als Athletin ist das natürlich purer Luxus. Ich glaube, das gibt es wirklich nirgends. Also weltweit ist das nirgends vorhanden. Und für uns ist es super, dass wir auf das Wissen zurückgreifen können. Und da habe ich das Glück, dass der Flavio auch am OIM angestellt ist und da wirklich Zeit hat für mich, um mich tagtäglich zu begleiten. Und wenn er jetzt nicht zuhören, der Flavio, was ist er für ein Trainer? Sicher mal ein strenger Trainer, aber auch einer, der gut kommunizieren kann und Humor hat. Also streng, Flavio, jetzt hast du es gehört. He? Jasmin sagt, du bist streng. Sieht so aus, ja. Sieht so aus. Das ist okay. Das ist völlig okay. Am Schluss geht es darum, Leistung zu generieren. Und ja, ein bisschen strenger Trainer braucht es da, ja, absolut. Wie bringt man jetzt in diesem Alter so eine erfahrene Athletin, die doch noch sehr jung ist, kontinuierlich an die Weltspitze? Ja, einerseits tut man da Erfahrungen zurückgreifen, andererseits Weltstandanalyse, und dann muss man individuell auch schauen, welche Fähigkeiten kann man gut noch weiterentwickeln, was bringt sie schon mit und was nicht. Und ja, so tut man nachher Entscheidungen treffen, was ist der nächste Schritt. Jetzt hat ja Jasmin vorher gesagt, du seist streng. Was ist denn bei ihr? Was macht Freude mit der Athletin? Achtung! Ja, in erster Linie natürlich vor allem der Wille. Der Wille, wirklich an die absolute Weltspitze zu gehen, das spürt man bei ihr extrem. Sie will in jedem Training besser werden, das ist sicher mal das Wichtigste. Und dann die Person an sich. Jasmin ist immer jemand, der ein Lächeln auf den Lippen hat. Es ist einfach angenehm, mit ihr zusammen zu arbeiten. Und es macht einfach Spass und Freude. Und das ist schon auch eine wichtige Voraussetzung. Herr Strebel, die gelten ja als Pionier und als Visionär, hat die Idee gehabt, so etwas der Gesellschaft zurückzugeben. Wie kommt man auf die Idee? Da muss man ja schon sehr Sport- und Wissenschaftsfan sein. Es gibt zwei Sachen. Also einerseits muss man Sportfan sein, das ist klar, dass ich da richtig sage. Man muss natürlich aber auch Möglichkeiten haben, das überhaupt können, in der Gesellschaft zurückzugeben.
Und dort hatte ich den Vorteil, dass dank meiner Forschungsarbeit dass das entsprechende Verdienstmöglichkeiten gibt, die das auch ermöglicht haben. Das ist einmal die eine Voraussetzung. Und das andere ist, man muss lernen, was ist überhaupt Spitzensport ist. Und das habe ich erfahren mit dem EVZ, wo ich dort in den Verwaltungsrat gekommen bin und nachher das Präsidium übernommen habe, habe ich hinter den Spitzensport gesehen. Jetzt hat es hier recht viele Sportlerinnen und Sportler aus verschiedenen Sportarten. Was ist das Feedback? Auch international habt ihr auch Gäste, die wirklich sagen, so etwas hat man auf der ganzen Welt noch nie gesehen. Also ich nehme an, das ist durchaus überall eine grosse Resonanz hier. Also ich habe gestaunt, muss ich sagen. Bereits in der Bauzeit habe ich gestaunt, und wir gar noch nicht in den Betrieb waren, habe ich von der ganzen Welt besucht. Also ich habe von Kanada, USA, Russland, Schweden, Norwegen, Finnland, Deutschland, Italien, wirklich von überall, und die wollen wissen, was entsteht denn da. Und ich glaube, es ist jeden Tag ein Moment, wenn man reinkommt, dann hat man noch ein bisschen einen Herzklopf. Oder? Sagen, das ist das, was ich höre, den Puls zum Messen. Und dann sieht man überall Athleten, die trainieren sind. Und die können auch gerne ein bisschen zuschauen bei dem Training, haben auch den Kontakt. Für mich sind die Feedback von den Sportlern sehr etwas Wichtiges. Ja. Weil vielleicht sage ich mal etwas, wo ich muss sagen, oh, hey, ja, da müssen wir daran denken, da muss man vielleicht angehen und so weiter. Und das finde ich aber gut. Es ist einfach das Paradies für jeden Sportler. Ja. Und für mich auch. Ja, und für euch auch, für euer Leben. Natürlich. Sensationell. Jetzt schauen wir nach, ob Jasmin schnell zu uns kommt, kann Hallo sagen. Warten wir schnell. Dass ich nicht mitspringen muss. Nein, also die können, habt ihr Lust? Sprint ist ja nicht so, seid ja Hockeyspieler gesehen, Viertliga bei Wohlen. Ja, wenn man das so kann sagen. Ja, der hat mal in einem Zitat hin, wo ich sage, wir hätten nicht gross können brauchen als Hockeyspieler. Das ist so, ja. Aber trotzdem hat er euch ein Sportlerherz geschlagen. Ja. Nein, es war interessant, sie können mittrainieren. Ja. Einmal zu sehen, wie war ich da und so weiter. Aber nein. Das ist... Vielleicht hat er euch nicht die richtige Position gehabt. Wir haben ja verschiedene Positionen. Ich glaube nicht. Das allererste Training, wo ich gegangen bin, haben wir so im Kreis herumfahren. Ja. Ich habe knapp im Goalie hinternommen. Und dann hat es geheißen, und jetzt retour. Jawohl. Und dann hat es mich auch zuerst mal überlegt. Okay, gut. Jasmin. Ja, Jasmin, wir springen und reden und alles. Nein, das mache ich auch freiwillig. Er hat schon gesagt, er muss hoffentlich nicht mitspringen. Er hat gesagt, ja. Jetzt habe ich gedacht, wenn sie schon vorbei kommen, machen wir vielleicht noch ein Wettrennen oder so. Über die Hürde, genau. Aber ich ohne Hürde. Ja, du hast die perfekte Kombination mit Lehren, Trainieren, Essen, gehst am Abend heim, alles ist erledigt, hast alles gemacht. Ist gemacht. Ich muss nur noch kochen daheim. Und der Rest, also von der Regeneration zum Training, zu der Technik, also zu der Forschung, ist alles da mit der Ausbildung. Also ist wirklich all inclusive. Genau. Das war die Idee gewesen, als Pionier und Visionär so etwas zu machen. Es ist wirklich gebaut für das Heimwohl, ist auch von der Architektur her und so weiter, finde ich sehr gelungen, das ganze Haus. Es hat eine unglaubliche Ausstrahlung auch, und das finde ich einfach toll. Von der ganzen Atmosphäre. Also. Genau, nein, das ist super. Du bist eine der ersten Athletinnen, die das alles profitieren kann, oder? Das ist wirklich sensationell. Ich fühle mich wirklich geehrt, dass sie uns hier die Infrastruktur zur Verfügung stellen, aber dass wir auch die Unterstützung haben, eben von der UBS zum Beispiel, die uns überhaupt ermöglicht, um da alles zu finanzieren. Ja. Das ist selbstverständlich. Also ich fühle mich auch geehrt, dass du da bist. Danke. Das ist immer gegenseitig. Weißt? Ja, das stimmt. Eine der fünf Kernkompetenzen ist eben die Ernährung. Wir stehen hier im Restaurant mit dem Diätkoch Christoph Schär. Kannst du uns das Konzept hier erklären? Also eines unserer Hauptziele ist ja, der Athlet oder der Sportler in seinem optimalen Trainingsablauf zu unterstützen. Wie machen wir das? Zum einen, wir kochen ausschließlich mit Bioprodukten kochen. Bio oder besser ist unser Credo. Also wir haben teilweise auch Produkte in Demeter-Qualität. Denn wir sind alles gelernte Diätköche. Das hilft uns, die strengen Vorgaben der Ernährungswissenschaftler so umzusetzen, dass es nicht nur gesund ist, sondern auch fein ist. Dann haben wir zwei Buffets. Wir haben ein kaltes und ein warmes. Die Buffets sind folgendermaßen aufgebaut. Wir haben dort hier, die sind nach Makronährstoffen unterteilt. Wir haben den Kohlenhydratteil, wir haben den Proteinteil und eine Fettstation, wie wir sagen. Und der Athlet kann sich dann sein Essen wie selber schöpfen.
Das heisst, wir hier aktiv beraten und helfen und vielleicht auch den Athleten sagen, oh, heute wäre vielleicht für dich. Aktuell übernehme ich oder meine Diätköche die Rolle, wo wir den Athleten coachen. Wenn wir sehen, er tut sich zu viel Kohlenhydrate schöpfen, gehen wir aktiv zu ihm her, ihm sagen, es wäre eventuell besser, wenn du noch mit dem Rohkostanteil fahren würdest. Schlussendlich ist unser Ziel ja, dass er nach dem Essen möglichst lange keinen Hunger mehr hat, aber auch nicht, dass er überessen ist. Dass er eigentlich direkt nach dem Essen wieder trainieren kann. Uns ist auch wichtig, dass wir seine Regeneration optimal unterstützen. Darum kochen wir komplett ohne Alkohol. Wir haben auch sonst Lebensmittel, die verboten sind. Wir produzieren komplett ohne Hanf zum Beispiel auch produzieren. Eng gut, Benno Siedler, Leiter OIM College. Jasmin Giger ist ja Studentin. Sie hat sich entschieden, Berufsmaturität zu machen. Wie funktioniert bei ihr das Lehren, der Stoff? Was muss sie jetzt konkret machen? Sie trainiert im Haus, sie lebt quasi im Haus. Und dann, wenn der Trainingsplan vorgeht, kann sie zu uns kommen. Sie hat einen individuell angepassten Lehrplan für sich. Und wenn sie Unterstützung von der Lehrpersonen braucht, kann sie den anfordern. Sie kann den aber auch digital haben, wenn sie nicht im Haus ist. Also da haben wir einfach probiert, das Optimale anzubieten. Und sie tut das selber bestimmen und den Weg eigentlich selber begeht zu ihrem Berufsabschluss. Auf dem Weg zu dieser Mission ist UBS als Partner eingestiegen. Was erwartet oder wie konkret funktioniert die Partnerschaft mit der UBS? Ja, die Partnerschaft mit UBS ist natürlich eine Traumpartnerschaft für uns. Wir haben einen Partner gesucht, der eben nicht in dem Sinn nur Geld zahlt, sondern eine starke Partnerschaft mit uns bildet, die auch den Jugendlichen zugute kommt. Und wir sind eine wirtschaftsorientierte Schule. Das heisst, wir haben das Gymnasium Wirtschaft und Recht und wir haben eine kaufmännische Grundausbildung. Und da erhoffen wir uns natürlich sehr viele Parallelitäten, die uns helfen, auch die Jugendlichen quasi fit für die Zukunft im Berufsleben zu machen. Jasmin, das letztes Mal störe ich dich, bevor du wieder weiterlehren kannst. Super spannend gewesen. Merci vielmals, wir haben einen Einblick bekommen in deinen Trainingsalltag. Faszinierend. Was bedeutet das jetzt alles für dich, das OIM und OIM College? Das OIM ist für mich das Optimale als Sportlerin, aber auch als Schülerin. Und ich erhoffe mir da wirklich, den Weg an die Spitze zu finden. Du bist ja schon weit gekommen, also das heisst noch mehr Medaillen, EM, WM, Olympische Spiele. Genau, eins nach dem anderen. Alles Gute auf dem Weg dazu, mit drücken Daumen, gesund bleiben, weiterhin fit bleiben, gut trainieren und dann kommt es gut. Danke vielmals. Danke, merci vielmals. Tschüss. Danke, tschüss.